und Tina. Tohuwabohu, total. Herzlich willkommen, ihr seht Spätvorstellung, das Kinomagazin. Wir sind hier am roten Teppich bei der Weltpremiere von Bibi und Tina, Tohuwabohu, total. Und hier werden heute Nachmittag die Hauptdarstellerin Lina Larissa Strahl, Lisa Marie Koroll, Lea van Acken und auch Regisseur Detlef Buck erwartet. Und mal schauen, wen wir noch so vor die Kamera bekommen. Viel Spaß. Das sind Bibi und Tina, Amadeus und Sabrina, sie jagen im Wind, sie reiten geschwind. Bibi und Tina, Tohuwabohu total ist bereits der vierte Teil der Reihe und dürfte die Erfolgsgeschichte der kleinen Hexe Bibi Blocksberg weiter fortführen. Denn die ersten drei Filme waren beim jungen Publikum äußerst beliebt und lockten zusammen mehr als 4 Millionen Besucher in die Kinos. Was glaubst du denn, macht die Popularität von Bibi Blocksberg aus? Das habe ich mich auch schon gefragt. Ich habe sie nämlich auch geliebt. Also ich glaube, sie ist, einerseits ist es, man kann sich sehr gut in sie reinversetzen. Sie ist ein ganz normales Mädchen und dann eben doch was Besonderes. Es ist so ein bisschen das Pippi-Langstrumpf-Prinzip, glaube ich, dass es eben eine ist, die wirklich nett ist, die auch offen ist, auch für andere Leute, die ist nicht unerreichbar. Und gleichzeitig hat sie eben diese besondere Gabe, dass sie hexen kann. Und dass sie damit aber teilweise auch Probleme hat, das macht sie eben dann wieder sehr menschlich. Und deswegen kann man einfach sehr gut mit ihr Spaß haben. Ich glaube, das ist die Langjährigkeit. Ich meine, das hab ich ja schon gehört, immer zum Einschlafen. Und ja, und das überträgt sich ja auf die Kinder weiter. Das ist halt eine wahnsinnig große Marke. Und die haben es jetzt einfach so auf die heutige Zeit nochmal super gut umgesetzt. Ne? Also mit der Musik und allem. Und deswegen funktioniert das, glaube ich, so gut. Und wenn du selbst hexen könntest, was würdest du dann machen? Oh. Was würde ich dann machen? Oh, ich würde gerne hexen können. Na ja, gut, wahrscheinlich würde man irgendwas machen, damit es allen wieder besser geht. Ne? Also irgendwas für die Welt. Klingt dann immer so dahergeredet, aber ich glaube, das wäre es dann, ne? Dass man ein bisschen Gerechtigkeit auf die Welt schafft. Da würde ich alle Leute ärgern. Und wie ärgern? Einfach lustige Sachen ihnen anhexen. Ich finde ja den Zauberding besser, den Besen, wo sie fliegen kann. Das hätte ich viel mehr bekommen. Stimmt, ja klar, der Besen, sie kann ja fliegen auch noch. Und dann so Challenges gegen dich, so Flüge und sowas, hätte ich Bock drauf. Das ist mega. Sie kann hexen, zumindest in den Filmen. Die 19-jährige Lina Larissa Strahl spielt Bibi Blocksberg seit 2014. Und jetzt in Tohuwabohu total zum letzten Mal. Denn nach dem vierten Teil ist Schluss mit der Reihe. Wie hat sich Bibi über die 4 Filme entwickelt? Und gibt es vielleicht irgendwas Neues, was sie vorher noch nicht von ihr kannte? Ich glaube, Bibi ist einfach auch ein bisschen reifer geworden mit der Zeit. Nicht mehr die 13-jährige Hexe, vielleicht jetzt auch schon so 15, 16. Ich glaube tatsächlich, das ist es. Ja. Und was hat dich so am meisten gereizt an dieser Rolle? Damals, glaube ich, war es einfach der Name allein schon der Rolle, also Bibi und Tina, weil man kennt es ja. Und ansonsten sind es einfach, ist der ganze Dreh ein Abenteuer, glaube ich, auch wegen der Pferde und es ist immer eigentlich eine große Klassenfahrt gewesen. Und jetzt bist du ja dann nicht mehr Bibi. Was wirst du am meisten vermissen? Wahrscheinlich werde ich für die Fans noch eine Zeit Bibi bleiben, ist ja auch schön. Ich glaube, ich werde einfach wirklich die Sommer vermissen, in denen man gedreht hat, viele Leute kennengelernt hat, ein tolles Team um sich hatte, sowas ist schön. Bibis beste Freundin Tina wird seit Beginn der Reihe von der 19-jährigen Lisa Marie Koroll gespielt. Was würdest du denn sagen, macht so die Freundschaft zwischen Bibi und Tina aus? Der Spaß und die Leichtigkeit einfach und die ganzen Abenteuer, die sie mit gemeinsam erleben. Und was hat dich selber über all die Jahre hinweg gereizt, also die Tina zu spielen? Einfach dieser Spaß, den man auch am Set hat und ja, diese Konstellation der Rollen und die Geschichten, das Drehbuch, genau das war das. Und jetzt, wo du sie nicht mehr spielen kannst, was denkst du, was wirst du am meisten vermissen? Tja, also ich freue mich eigentlich, dass ich jetzt neue Projekte drehen kann. Es war eine super Zeit und ja, also was werde ich am meisten vermissen? Ich glaube, ich werde am ehesten das Team vermissen und die gemeinsamen Sommer, ja. Wir sind Bibi und Tina, auf Amadeus und Sabrina. Wir jagen im Wind, wir reiten geschwind, weil wir Freunde sind. Seid ihr immer so gut drauf? Klar. Im Film neu dabei ist die inzwischen 18-jährige Lea van Acken, die 2016 ihren Durchbruch mit dem Drama Das Tagebuch der Anne Frank hatte. Wie war es, in so ein eingespieltes Team reinzukommen? Gar nicht so schwierig, weil es ein ganz, ganz tolles Team ist, die total herzlich sind und ganz offen und mich einfach aufgenommen haben in die Filmfamilie und ich so ein Sommerteil sein durfte und das war einfach schön. Was hat dich am meisten an deiner Rolle gereizt? Es hat mich natürlich gerade dieser Switch zwischen Junge bzw. Mädchen, die sich als Junge verkleidet und Mädchen total interessiert und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann auch der Hintergrund, worum geht's? Ja.
Nach das Tagebuch der Anne Frank war das ja jetzt schon ein sehr krasser Genrewechsel. Wie wichtig ist dir so eine schauspielerische Bandbreite? Also ich finde, als Schauspielerin sollte man, wenn man die Möglichkeit hat, so viele Sachen ausprobieren, wie irgendwie möglich ist. Und das ist natürlich toll, dass ich dann auch die Chance bekomme, irgendwie auch mal so ein ganz anderes Genre mitzumachen. Irgendwie jetzt mal in einem Film mitzumachen, da wo, ja, der eben nicht so dramatisch ist wie jetzt zum Beispiel Anne. Obwohl wir bei Bibi und Tina jetzt ja auch einen sehr dramatischen Kontext auch irgendwie haben, aber einfach irgendwie für die Kinder verständlicher und gut aufgearbeitet. Wie schon bei den ersten drei Filmen hat auch hier Detlef Buck Regie geführt und sogar den Bogen zur aktuellen Weltpolitik geschlagen. Herr Trumpf! Wir arbeiten hier nach einem Plan. Ja, niemand baut Mauern besser als ich. Die Figur Dirk Trumpf ist ja eine klare Parodie auf Donald Trump. Also glaubst du denn, dass die jüngeren Zuschauer diese Parallelität überhaupt verstehen oder richtet sich das dann eher mit an die Eltern, die ins Kino kommen? Nee, also viele Jugendliche nach dieser Wahl, wie er quasi sich ins Zentrum der Welt stellt, haben ganz viele Jugendliche und Kinder den Namen im Kopf. Siebenjährige wissen 100% wer das ist. Mehr als Obama. Weil er sich einfach in den Mittelpunkt immer stellt und denkt, das, was er zu sagen hat, ist das Wichtigste der Welt. So verhält sich auch der Bruder Dirk Trumpf. Wird dann aber ausgehebelt durch einen kleinen syrischen Flüchtling, der sagt, eigentlich kann das auch viel billiger gemacht werden. Und wie schwierig ist es, jemanden wie Donald Trump, der ja schon Realsatire an sich ist, dann auch überspitzt darzustellen? Ja, das habe ich nicht gefragt. Das war der Joachim Meyerhoff, der ihn einfach grandios interpretiert hat. Und manchmal ist es so ein Glück, man hat so eine Idee und dann, wenn man es dreht, sagt, wow, das habe ich mir gar nicht so schön vorgestellt. Und das liegt am Meyerhoff, sicher. Oh. Machen wir ein bisschen an der Steuer vorbei. Das war's jetzt hier von der Bibi und Tina Premiere in Berlin. Genau, wir fahren jetzt zurück nach Hannover. Wieso, Tim? Ich kann es doch einfach hinhexen. Ja, stimmt. Hex, Hex. Johanna? Sabrina, sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie freuen es.